Ja, recht herzlich willkommen mal wieder beim Geiver. Es ist 2023 und das Jahr fängt genauso an, wie das alte aufgehört hat. Ja, ich habe vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Ja, soll passieren. Ich habe sie beide aktiviert, aber leider war das Mikrofon nicht an. Gut, kann passieren. Es ist auch jetzt nur im Vorspann und ja, ich habe es nachher bemerkt. Ich möchte einen Ständer bauen für diese Yucca-Palme. Ja, die steht dort auf dieser Fensterbank und ja, wird immer größer, kommt jetzt an die Decke und sie soll dorthin. Alles, was da steht, geht weg und es soll dort ein Ständer gemacht werden, wo die Yucca-Palme halt drauf kann, den man eventuell auch mal tiefer setzen kann. Und das werde ich jetzt machen. Nach dem Intro. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost. Ja, ihr habt gesehen, mit so einer hydraulischen Hebung, ja, und einem schönen Kreisschneider kann man, ja, ohne das Werkstück abzusetzen, schön hochgehen und ich finde das einfach genial. Das ist also, möchte ich nicht mehr missen. Jetzt geht hier meine Kondenswasserpumpe an. Oh, hier brennt immer irgendwas. Ja, also, die Sachen sind schon mal fertig. Ich habe das wirklich von außen und von innen abgerundet. Und es ist sehr filigran. Vorhin beim Fräsen habt ihr gesehen, ist einer abgebrochen. Den habe ich kurz geklebt, hält wieder. Vorsichtig arbeiten, ne? Jetzt werde ich hier noch einmal alles mit dem Schmirgel noch mal rund machen. Und dann gucken wir mal, ja, müssen wir noch einen Boden machen, klar. Und das Ding dann aufbauen. Jo, ich habe inzwischen noch einen unteren Teller gemacht. Kreis abrunden, fertig. Ne? Und jetzt soll das hier so in diversen Abständen bis auf die Höhe zusammengemacht werden. Das heißt, ich möchte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte machen. 360 Grad durch 6 sind 60. Das heißt, alle 60 Grad ein Punkt. Machen wir das am besten. Ich habe hier so eine Winkelmesser. Den nehmen wir einfach mal. Den machen wir erstmal an. Sagen Zero. Jo. Dann mache ich mir erstmal hier eine Linie im Mittelpunkt. So. Und dann mach mal 60 Grad. 50, 60. So. Mit 70. 60. Das müsste jetzt auch wieder passen. Ne? Gucken wir mal. Naja. Um Millimeter. Passt schon. Ich werde sie alle gleich bohren. So, dann müssen wir gucken, in welchem Abstand. Oh, ich habe mir ja mal so einen Teil hier selber gemacht. Gibt es übrigens bei mir im Shop auch zu kaufen. Da werde ich jetzt mal die Mitte abgreifen. So. Und dann müssen wir dort bohren. Ne? Uiuiui. Sehr sparsam, Lutz. Eieieiei. Du wolltest es ja so.
Ja, dann gucken wir mal, ne? Dann werde ich mal am besten noch einen da drunter machen. Ne, ich mache jetzt erstmal den und lege den auf und bohre dann. Ja, das wäre gleich groß, sind sie, ja. Gut, das bohren wir erstmal durch. So, ich habe mal eine Gewindestange reingemacht. Wir müssen auf eine Höhe von, habe ich gesagt, 26 kommen. Ne? Das heißt, wir haben jetzt 8 und müssen jetzt noch 18 dazu machen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leerräume, 3 cm. Gut, das heißt 3 cm. 6 mal 3 sind 18. 18 Distanzhülsen, 3 cm. Jo. Jo, wir haben jetzt 2, 4, 6 tolle Ringe. Eine Grundplatte. Ich habe mir dann 6 Gewindestäbe gemacht. Eine Hutmutter unten drauf. Jetzt werden wir einfach mal gucken, die ganze Sache hier auffädeln. Ne? Mal gucken, wie das wird. Ja. So, so, so. So, einmal drehen. So. Dann habe ich mir Distanzhülsen gemacht, 3 cm, ne, mit 8 mm Alurohr. Da werden wir die jetzt einfach mal drauf fädeln. Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Sollte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollte das alles so werden. So, dann fangen wir mal an. Eine Fummelei. So passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Ich muss doch ein paar nachmachen. So, das ist zu aufwendig. Das ist also, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Hm. Ja, da muss ich noch ein paar kürzere machen, ne? ein Zentimeter weniger, ja. 6, 1 cm kürzer. Ansonsten müsste ich alles wieder neu machen und das will ich nicht. Man muss eben auch pfuschen können. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream. Ja, siehste, schön ausgerichtet, festgezogen. Das sieht richtig toll aus. Es ist ein Rad geworden. Das funktioniert. Der wird da reinpassen, hundertprozentig, hoffe ich, ja. Ja, er hat 26, ich habe 27,5. Luft ist drin, den muss ich dann vorsichtig hier reinpacken. Jetzt müssen wir gucken, ich darf nicht höher wie 60 cm kommen. Ja, so, irgendwas da drunter machen. Ich
bin schon am Überlegen, ja, so oft wird man das nicht wechseln. So alle paar Jahre muss da was gemacht werden. Säge ich dann einfach immer nur was ab? Oder was mache ich? Gute Frage. der Übertopf ist ja so orangefarben. Das passt. Das passt auch farblich. Ja? Wenn ich da jetzt mit dem Kreisschneider was einschneide, dass das genau da reinpasst, das Einkleben, da unten ist eine alte Platte von den Schränken, einen schönen festen Standfuß, weil da kommt ja richtig Gewicht drauf und vielleicht auch Überladung irgendwie nach einer Seite, soll jetzt nicht, wer weiß wie, wackeln. Und wenn das wirklich mal zu hoch wird, dann klopfe ich das ab, kürze das und setze es wieder auf. Ich werde das so passend machen, dass das richtig stramm reingeht. Ja, nur man könnte ja zur Not noch eine Gewindestange reinmachen zum Verschrauben. Genau, gar nicht verkleben, verspannen und wenn es dann zu kurz ist, kappen. Genau so mache ich das. Dann kann ich das variabel noch nach unten setzen. Es sieht irgendwo, ja, utopisch aus und das ist genau das, was ich brauche. Wie immer. Ja, dann würde ich sagen, anzeichnen, Kreisschneider, ja, ja, ja. Ja, also, der Probeschnitt passt hundertprozentig. Und jetzt da rein. Oh, ich habe ihn schon angeklemmt. Ich hoffe, das hält alles. Ich hoffe, das hält alles. Mach mir jetzt keinen Ärger hier. Wunderbar. Schraube, Klemm, fertig. Ist jetzt nur halb durch. Dasselbe machen wir jetzt da unten auf der Hauptplatte mit der Obeldurchlauf, aber das haut jetzt also hier auch gut hin. Ne? So, da geht der dann rein, so mit Mühe und Not. Ja. Dann werden wir das jetzt hier auch machen. So, einmal kurz das mittlere Loch. So. Genial. Ja, dann noch eine Gewindestange machen und dann schrauben wir das zusammen. Ja, ich habe alles zusammengeschraubt. Es war eine elende Fummelei, aber ja, es sollte ja auch passen. Ne? So, dort ist das Teil. Ich habe auch den Boden noch einmal abgerundet. Sah mir besser aus, weil die Grundform ja rund ist, muss ich unten nicht so eine eckige Kiste machen. Das Ding steht. Ich habe einen Dreifuß unten gemacht. Ich habe drei Gummifüße noch drunter gemacht, weil mein Fußboden nicht ganz gerade ist. Ich weiß das. Ja, das Ding ist jetzt soweit okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nach oben, trapiere das mal eben um und dann zeige ich euch das komplette Ergebnis. So, ihr seht, die Pflanze ist von der Fensterbank weg. Die Fensterbank ist endlich mal wieder ein bisschen freier. Und nun, tada, da ist sie. Ja, ich glaube, es macht sich da doch recht gut. Verdeckt meine
Rollladenschalter, da komme ich trotzdem noch dran, brauche ich aber nicht, ist eine Automatikschaltung. Ja, und von daher würde ich sagen, toll gemacht, finde ich. Passt auf jeden Fall. Ihr seht, die Übertopffarbe passt sich dem Standrohr gut an. Sieht aus, als wenn es so sein müsste, finde ich. Aber ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, absolut kacke. Ja, ist mal was anderes, finde ich. Und aus Resten, aus Resten gemacht. Alte Regalbretter, ein Rohr, unten der Boden. Ich hole noch einen Umleimer, ja, den mache ich da noch dran. Habe ich nur jetzt leider gerade nicht da. Ja, Feiertage, ihr wisst, ne? Es ist gerade Neujahr. Ich mache das hier gerade fertig für euch und hoffe, dass es euch gefallen hat. So, in dem Sinne würde ich jetzt sagen, das war das erste Video dieses Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Willkommen beim Geiwer 2023. Es geht weiter und ich wünsche euch ja ein angenehmes Jahr. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Geiwer bastelt wieder oder irgendwas. Ja, okay. In dem Sinne, tschüss meine Lieben, bis bald. Tschüss. Ein Daumen und ein Abo. Mir würdet ihr damit eine Freude machen und euch kostet das wirklich nur einen Klick. Also, da abonnieren, da nächste Filme gucken. Super, bis zum nächsten Mal.